So, Freunde, Teambewertung, ja, würde ich mal sagen, starten wir mal rein, oder? Ja, Freunde, so haben wir gespielt in der Wigan League. Wir haben versucht, so viele Plus-Plus-Spielstile rauszuholen, wie es nur geht. Allerdings haben wir auch die Sachen so versucht zu spielen, dass alles abgedeckt ist, Freunde. Das seht ihr auch hier. Wir haben hier zum Beispiel Chiesa als Innensturmprofi stehen. Wir haben Rashford als Flügel stehen, ja, weil sonst, wenn ich beide als Innensturmprofi gemacht hätte, dann wären die Außen sehr, sehr eng besetzt gewesen, Freunde. An sich hier Valverde Motor, Kamavinga Box to Box, Mainu Absicherung, ja, damit er alles ein bisschen abräumt. Brauchen wir jetzt nicht alles genau durchzugehen, Freunde. Wenn es euch interessiert oder wenn ihr es kopieren wollt oder so, könnt ihr das sogar abscreenshotten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Teambewertung, oder? So, Freunde, ich würde sagen, wir fangen im Tor an und da fangen wir auch direkt mit den mit Abstand schlechtesten Spieler dieser Wigan League an, Freunde. Mein Jo im Tor. Ey, wenn ihr das Short gesehen habt oder wenn ihr das Wigan League Video gesehen habt, ihr habt gesehen, warum ich an dem verzweifelt bin. Der war ja geisteskrank schlecht. Also es war wirklich, ohne Scheiß, mit Abstand der schlechteste Keeper, den ich jemals gezockt habe. Da kannst du einen Silver-Keeper reinstellen, da kannst du einen Bronze-Keeper reinstellen, da kannst du einen Pickford reinstellen für 2K. Scheißegal, der ist mit Abstand besser als dieser Mainyo. Der Mainyo ist zu klein für Longshots. Der macht Fehler ohne Ende, komplett random Fehler, was null Sinn macht mit seinen Stats, mit seinem Rating. Deswegen, Freunde, der kriegt so safe eine Note 6, das ist geisteskrank, noch nie so einen schlechten Keeper gespielt. Meine Fresse, ey. So, gehen wir in die Viererkette rein, Freunde, die hat mir schon deutlich besser gefallen. Also ihr seht hier, wir haben hier in Thiago Dalot Evolution gespielt. Ich weiß nicht, ob es diese Evolution noch gibt, Freunde, das war die erste Evolution. Aber bitte, bitte, bitte macht die, ihr seht seine Stats, ja. Dalot damals gekauft für 7k. Ja, war recht teuer, weil dann jeder diese SBC machen wollte, aber 7k, Freunde, oder 8k für so einen Rechtsverteidiger hier. Schau dir das mal an. 89 Pace, 80 Pass, 83 Dribbling, 81 Def, 81 Füße. Freunde, was will man mehr? Der Typ hat seine Linie sauber gehalten, der war jetzt nach vorne nicht überragend, würde ich sagen, ne? Also seht ihr auch, der hat nur zwei Vorlagen gemacht. Kann aber auch an meinem Spielziel liegen, dass ich einfach, ja, wenig mit den Außenverteidigern nach vorne gehe, damit die hinten stabil stehen und auch die Rollen auf defensiv eingestellt habe. Aber Freunde, wenn ihr einen Rechtsverteidiger haben wollt, der billig ist, der eine Evolution ist, der cool ist, der First Owner dann dementsprechend ist, ist super, Freunde, haut euch den rein. Ja, mit dem macht ihr nichts verkehrt. Ja, der holt der Heli-Linie sauber nach vorne, könnt ihr jetzt keine Wundertaten erwarten, aber sonst passt die Karte, Freunde. Der kriegt von mir eine stabile 2, würde ich sagen. Gehen wir mal auf die andere Seite und zwar mit Udogi, ja. Und den habe ich gekauft für 10,5k, war ein bisschen für die Chemie drin, für Chiesa, für Premier League und so weiter. Aber Freunde, ich muss sagen, der hat sein Zeug wirklich stabil gemacht. Ich fand ihn ein bisschen schlechter als Dalot, muss ich sagen. Aber ich habe auch nichts von ihm erwartet. Und dementsprechend hat er sein Zeug einfach gemacht, hat genug Pace, um die Seite zu beackern. Genug Physis, genug Körper, mit 1,86 auch groß genug. Hält seine Linie sauber, auch hier können jetzt keine Wunderdinger nach vorne erwarten. Aber für den Zweck hat es erfüllt, der kriegt jetzt eine 3 von mir, würde ich sagen, weil... Ja, nichts Besonderes, Freunde, aber macht mir nichts mit verkehrt. Kann man jetzt auch noch bestimmt zocken. So, gehen wir in die Innenverteidigung. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wir fangen mal an mit Van Dijk, ja? Und zwar Van Dijk. Eigentlich müsste ich dem eine schlechtere Note geben, ne? Der war in den ersten Spielen, war der echt nicht gut. Also ihr habt es ja auch im Video gesehen, der hat echt ein paar Böcke geschossen, ne? Der hat echt ein paar Dinger verloren, hinten drin Zweikämpfe verloren, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, ne? Hat sich dann aber wegen gemacht, also ist dann besser geworden im Laufe der Wigan League. Ich habe auch dann besser mit ihm, bin dann auch besser mit ihm zurechtgekommen. An sich würde der von mir nur für die Defensive, ich habe ihn First Owner gezogen, er würde jetzt kosten, Stand jetzt, ja, schon Richtung 350k. Das ist schon teuer, ne? Deswegen würde ich sagen, von Verteidigen her nur, und wenn ihr nur die Defensive anschaut, habt ihr eine 3 oder eine 2 minus, sagen wir mal. Aber. Jetzt kommt das große Aber, Freunde. Eckbälle. Eckball von Valverde auf Van Dijk. Van Dijk ausgewählt. Der, wenn irgendwie in Richtung Van Dijk kommt, ist das eine Waffe, Freunde. Ist das eine Waffe. Das habt ihr noch nicht gesehen bei Eckbällen. Das ist geisteskrank, wie viel hat. Diese 5 Tore, das waren alles Eckballtore, ne? Und es war auch erst, nachdem ich so nach 10 Spielen oder so erkannt habe, dass ich auf den Eckbälle schlagen kann, ne? Also, Freunde, allein deswegen geht er nochmal hoch auf eine 2+, würde ich sagen. Für eine 1 hat es nicht gereicht, da waren die ersten Spiele zu schlecht für einfach. Aber eine 2+ ist auf jeden Fall drin, Freunde. Es ist immer noch ein brutaler Verteidiger. Nicht so gut wie letztes Jahr, aber immer noch ein brutaler Verteidiger, Freunde. So, und jetzt kommen wir zu Koundé, Freunde. Auch hier, den habe ich gezogen, First Owner. Costa Quanda aktuell, ja, ein bisschen gestiegen, 140k. Lohnt sich. Ich kann nichts anderes sagen, als lohnt sich. Der Typ war mit Abstand der beste Verteidiger in meinem Team. Was der rausgegrätscht hat, rausverteidigt hat, war geisteskrank, Freunde. Die 84 Pace merkt man. Die 80 Physis mit 1,80.
fühlt sich an wie, ja, 90 fühlt es auf 1,90, Freunde. Der hat so viele Zweikämpfe gewonnen, das war geisteskrank. Und vorne drin auch, wenn ihr Van Dijk nicht habt, Koundé ist auch sehr, sehr kopferstark, Freunde. Der kriegt von mir eine glatte 1, der war sehr, 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 sehr stark für 140k, kann ich dir nur weiterempfehlen, Freunde. Franzose, Barcelona, La Liga, kann man sehr, sehr gut einbauen. Super Spieler, Freunde. So, gehen wir mal ins Mittelfeld, würde ich sagen. Und zwar gehen wir erstmal zu Kamavinga. Ja, was soll ich zu dem sagen, Freunde? Also, ich fand den tatsächlich nicht so geil, wie ich gedacht habe. Ja, also, er hat eigentlich geile Allround-Stats, aber, Freunde, den sein Schuss, also, er hat ja auch nur 67 Schuss, aber den sein Schuss ist wirklich bodenlos. Also, er ist wirklich, wirklich bodenlos. Und er hatte einfach ein paar Momente drin, wo ich gedacht habe, nee, ist es nicht. Ist es einfach nicht. Ich habe den am Anfang von FIFA gekauft. Der kostet jetzt gar nichts mehr. Klar, ich habe den halt am Anfang overpriced gekauft, ist logisch. Aber habe den halt auch gebraucht für mein Team. Klar, für 5k könnt ihr euch den reinstellen, aber weiß nicht, ey. Der kriegt von mir eine 3 minus oder 4, ja, 4 plus, sage ich sogar. Der war echt nicht gut, Alter. Der war echt nicht gut, Freunde. Wer allerdings richtig gut war, war tatsächlich Valverde. Also, ich meine, was erwartet man auch von dieser Karte? Die muss krass sein. Hullet Gang Mitglied, 88 Pace für ein ZM ist geisteskrank. Lasst euch von den Sets enttäuschen, da sind auch ein paar Squad Battle Spieler dabei, also alles gut. Der hat natürlich ein ordentliches Preisschild von 450k. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist logisch. Aber im Mittelfeld als Achter gibt es aktuell wenig bessere Karten für den Preis, sage ich. Der räumt alles ab, der ist schneller als die meisten in dem Raum. Der hat einen guten Körper, der hat einen super Schuss, der hat ein gutes Dribbling. Also mit dem macht ihr nichts verkehrt. Ich würde ihn aber an eurer Stelle, wenn ihr keine Icons habt, wichtig, wenn ihr keine Icons habt, nicht kaufen, weil der ist schon schwer einzubauen. Also ihr seht ihr das bei mir auf 2 Chemie, den kriege ich nicht auf Full. Ja? Mit einem Uruguay-Manager würde ich ihn auf Full kriegen, aber ich brauche hier Franzosen und so weiter, deswegen. Aber den kriegt man schlecht auf Voll ohne Icon, ohne Hero, deswegen da ein bisschen drauf aufpassen. Aber ansonsten, wenn ihr die Coins habt und den eingebaut bekommt, kann ich den nur empfehlen, Freunde. Kriegt von mir eine 1 minus, der war super, Freunde. Ja, Freunde, kommen wir zum mit Abstand besten Spieler dieser Weekend League. Ich hab's nicht gedacht, Freunde, aber der hat so den Rucksack aufgehabt. Es war geisteskrank. Mainu, Kobe Mainu Evolution. Ich hab den, in welche Evolution habe ich den geklatscht? In 2 oder 3 verschiedenen Evolutions. Ihr seht seine Stats, Freunde. 85 Pace, 80 Pass, 86 Dribbling, 83 Def, 82 Physis. Wir können gerne mal auf die Ingame-Stats schauen. Der Typ ist eine absolute Macht. Hat sogar 73 Abschluss für seine 68 Schuss, ist das super. Der Typ, Freunde, im Mittelfeld. Als Sechser, also spiel den bitte nicht als Achter, spiel den als Sechser, der ist geisteskrank. Der gewinnt seine Zweikämpfe da hinten drin, das ist geisteskrank. Mit seiner 84 Beweglichkeit und 83 Balancezug dazu, der ist so zweikampfstark, das ist unfassbar und auch so dermaßen schnell und kann sehr, sehr gut dribbeln dafür auch noch. Seht ihr, 87 Dribbling, ja. Freunde, also wirklich, wenn ihr diese Evolution noch machen könnt, macht den, der ist geisteskrank auf der 6, ist bis jetzt der beste Sechser, den ich gespielt habe, Freunde, kriegt von mir eine 1+. War so, so wichtig für die Weekend League. Ohne den hätten wir niemals so einen Sieg geholt, Freunde. Kommen wir zu unserem Front-Trio. Da, ja, weiß ich nicht ganz genau, was ich machen soll. Also Chiesa, sehr, sehr guter Spieler, muss ich sagen. Sehr, sehr guter Spieler. Ich spiele ihn in meinem neuen Team auf links, ja. Und da gefällt er mir tatsächlich, da gefällt er mir besser. Auf rechts hat er mir auch gefallen. Aber er verliert schon sehr viel Zweikämpfe. Also, sobald irgendwas Schulter an Schulter mit ihm ist, ist der Ball weg. Also, er ist schnell, er kommt vorbei, hat einen guten Schuss. Das muss man wirklich sagen, der Schuss ist sehr, sehr gut. Ja, sieht man von den Scorern. Der hat einen sehr, sehr guten Schuss, Freunde. Schulter an Schulter verliert er den Ball sehr, sehr schnell, das muss ich sagen. Aber ansonsten ist er sehr, sehr stark, Freunde. Kriegt von mir eine, ja, ich würde sagen, eine 2 minus, weil er halt trotzdem ordentliches Preisschild hat. Ne? Der kostet halt trotzdem 140k. Jetzt im Vergleich zu Salah, den haben wir gezogen aus dem Rewards. Schau da unbedingt rein, um das zu sehen, wen wir gezogen haben. Hier Hernandez sieht auch nochmal. Mal geistkrank, die Rewards. Aber Salah im Gegensatz dazu, der kostet jetzt, stand jetzt so 240 würde ich sagen. Der ist schon geiler, ne? Da hat ein bisschen weniger Pace, aber bei dem merkt man einfach, dass der ein bisschen robuster ist als Chiesa. Obwohl der den gleichen Physiswert hat, hat er ein bisschen mehr Stärke, aber das merkt man, Freunde. Also, deswegen, Chiesa kriegt schon den 2 Minus, wenn ihr den habt im Verein, spielt den, macht ihr nichts verkehrt, kann man easy einbauen, Italien, Liverpool, Premier League, easy. Geht ihr 2 Minus, passt schon. So, ja, Rashford, also, war natürlich drin, weil ich Manchester Bock hatte, ich hatte keine Coins für den neuen linken Flügel, hat reingepasst von der Chemie, ne?
Aber ich bin enttäuscht worden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin echt enttäuscht worden. Ich hoffe, da kommt noch mal eine Evo raus, dass man den noch ein bisschen verbessern kann, muss ich sagen. Aber so wie der gerade ist, Freunde, oh, spielt den nett, würde ich fast sagen. Würde ich fast sagen, weil es sind halt absolute Fakes jetzt teilweise, ne? Also 87 Beschleunigung und 91 Sprinttempo sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Der wird irgendwie von jedem Verteidiger eingeholt. Also wirklich krass. Im Vergleich zu Chiesa, natürlich ein bisschen schneller, aber nicht so gravierender Unterschied. Und der Chiesa kommt halt viel, viel besser an den Gegner vorbei im Tempo. Sein Schuss ist ganz okay, kann man sich sagen. Sein Schuss wird natürlich durch die Schusskraft geboostet, was ich jetzt nicht so benutze. Also ich benutze halt auch den Powerschuss-Playstyle nicht so, deswegen... ich habe den auch schon im Sturm gespielt, Freunde. Wenn ihr den zocken wollt, spielt ihn im Sturm. Im Sturm ist der viel, viel besser als auf dem Flügel. Viel, viel besser, kann ich euch jetzt schon sagen. Habe ich auch schon gezockt. Ich bin da wahrscheinlich einfach nicht der Spielertyp für, mit dem zu zocken, ne? Aber an sich, ja, Wahl für die Chemie drin, kriegt von mir jetzt eine 3-, hat sein Zeug gemacht, aber ich habe mir schon mehr erwartet, muss ich sagen. So, und jetzt der letzte Spieler vorhin im Sturm, der Tyrann. Also, ich habe nur gehört, immer wieder, dass der die Gegner auseinanderschraubt. Ich hatte den gemacht, habe den gezockt, die Stats täuschen komplett, Freunde, denkt da gar nicht dran, es war viel Scorpels dabei, deswegen... Die Stats können wir nicht hernehmen, aber ja, also er hatte Spiele drin. Er hatte Spiele drin, wo ich gedacht habe, ist das ein geisteskranker Stürmer. Er hatte Spiele drin, wo ich gedacht habe, ist ein geisteskranker Stürmer. Beweglich, schnell, ja. Schussstark, Stärke quasi, körperlich sehr, sehr stark, kopfballstark. Und dann gab es aber Spiele, da hat man halt wirklich gesehen, seine 81 Beweglichkeit und 70 Balance, ne. Sein erster Kontakt war teilweise so schlecht, also... Er hatte einen Radius, sich zu drehen. Das war geisteskrank, Freunde. Das war geisteskrank. Nichtsdestotrotz hat der schon ein paar wichtige Hüben gemacht. Ne? Das kann man schon nicht leugnen. Ich gebe dem jetzt ein 2-. Mit Wohlwollen. Weil er hat mich schon auch oft zur Verzweiflung gebracht. Aber mit einer 2- ist der Typ gut bedient, würde ich sagen. Kann man machen. Der war ja auch billig. Hau den in ein neues Team rein. Dann macht ihr nichts verkehrt. Serie A Frankreich. Kann man spielen, kann man einbauen. Jetzt schauen wir, was mit neuen Event für Stürmer kommen, aber ja, das ist schon eine gute Karte, aber manchmal der erste Kontakt und Beweglichkeit hat schon gefrustet, Alter, muss ich schon sagen, ey. Ja, was würde ich dem Team All in All geben? Ich würde dem Team, glaube ich, All in All eine 2 geben. Also, ich fand erstaunlicherweise die Defensive und das Mittelfeld sehr, sehr stark, bis auf Kamavinga zum Beispiel und mein Jor natürlich. Aber die Defensive und das Mittelfeld fand ich sehr, sehr stark, Freunde. Sturm hat ein bisschen abgekackt, also im Vergleich zum restlichen Team, aber kann ich mich nicht beschweren, an sich von den Teamfreunden eine 2, kriegt von mir eine 2, eine glatte 2, das Team fand ich sehr, sehr stark, deswegen Freunde, ich bin gespannt, wie das neue Team in der Weekend League spielt, da haben wir unsere Rewards ein bisschen eingebaut, ich kann euch mal ganz fix zeigen, wie unser neues Team aussieht. Ja Freunde, so sieht unser neues Team aktuell aus, ihr seht, wir haben Hernandez drin, den wir untracked gezogen haben, ist natürlich eine geisteskranke Karte. Salah, den wir gezogen haben, spielen wir auch erstmal, weil ich könnte ihn zwar verkaufen, aber er lässt sich sehr, sehr geil zocken und gerade ist leider noch keine SBC da oder eine Karte, die man sich vom Preis her dann auch leisten könnte, die gleich gut ist. Dann haben wir noch den Tyram gemacht, der als SBC kam, den spielen wir auch in der Next Weekly für Kamavinga. Habe ich auch schon ein bisschen getestet, ist auch ein sehr, sehr krasses Upgrade. Bin ich mal gespannt, ob wir wieder die 8 bis 90er holen können, Freunde. Ja, das war mein Teambewertung auf jeden Fall. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne eure Bewertung von dem Team in die Kommentare und wie ihr die einzelnen Spieler fandet. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Rang ihr geholt habt in der Weekend League und wen ihr gezogen habt. Ja, Freunde, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.